Wir fliegen jetzt. Wir kriegen das auch hin. Ich krieg's hin. Also wir können mal Frankfurt und München machen. Lass es mal ausprobieren. Sehenswürdigkeiten. Yeah. Landeherausforderungen. Nein. Alright. Ich will von außen gucken. Und let's go. Der hebt ein bisschen später erst ab. Wir müssen ein bisschen drauf achten. Der kommt nicht bei 55 hoch, sondern so bei vielleicht 80. Hoch mit dir! So. Ich bin überhaupt nicht auf der richtigen Flugbahn. Aber ist okay. Stell dich vor, der Flieger, der echte Pilot würde auch nebenbei so ein bisschen streamen. So, Freunde, willkommen zu meinem Stream. Schön, dass ihr da seid. Heute machen wir einen Stream direkt aus dem Flieger raus. Ah, da sind wir über den Wolken schon. Ist die Verbindung gut? Lags oder ist die Verbindung gut, Chat? Ist gut über den Wolken hier? So, ist euch schon schlecht im Flieger oder geht's? Braucht jemand eine Kotztüte, Chat? Jetzt sind wir relativ auf Kurs. Ich glaube, es ist jetzt sehr solide. Wir sind schon relativ zügig am Start eigentlich. Lass uns mal reinschauen. Parkbreak? Ah, jetzt habe ich es ausgemacht. Ups. Wir können eigentlich noch ein bisschen weiter hoch. Alles sehr gut. Alles ist sehr gut. Durch die Wolken. Hui. Oh. Anflug. Wir sind über den Wolken. So, und gehen langsam, würde ich sagen, runter, weil wir schon Anflug machen. Da unten ist der Flughafen anscheinend. Oh Gott. Nicht gut, Chat. Das schaffen wir nicht. Wieso gehe ich schon wieder so weit hoch? Ich hoffe, ihr habt eurer Familie liebe Grüße gesagt. Ich habe schon komplett runtergeschraubt, dass wir nicht so schnell sind. Wir sind immer noch sehr schnell. Scheiße, Jungs. Scheiße. Wieso fahre ich so falsch? Ich muss viel weiter links. Wieso schafft er es nicht nach links? Bin ich dumm? Fahre ich in die falsche Richtung? Nach links, Kollege. Nach links. Es hilft nichts. Alter, 4, bitte. Aber wieso meckert das Flugzeug, wenn wir jetzt zu schnell werden? Wieso meckert es dann? Nein, höher, weil es dann schneller ist, oder wie? Ach, wenn ich höher bin, darf ich schneller fliegen. Ah! Und hoch! Geil! 21.000! Bumm! 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 Und noch mehr! Noch höher! Wir sind ein bisschen schief, aber scheiß drauf, Chat! Schnallt euch einfach richtig an, dann passt es schon! Hui! Mit 140 Grad! Ach so! Das da oben zeigt mir gar nicht die Gradanzahl an, wie schief ich bin. Wo zeigt mir meine Flugzeugtiefe, Schiefe an? Blau-braun, ja, das ist der Horizont. Ach, stimmt, ja, klar, ja, ja, klar. 20 Grad. Was hat er gesagt? Die haben, glaube ich, gesagt, 20 Grad ist nice, ne? Zum Hochfahren. 90 Grad ist das Beste zum Hochfahren. Das glaube ich eher nicht, Chat. Das fühle ich gar nicht, dass ihr das sagt. Und auch wenn es mehrere Leute gerade gleichzeitig im Chat geschrieben haben, fühle ich das gar nicht, dass ihr das sagt. Ich glaube, 10 sind ganz gut. Ich würde echt gern wissen, was theoretisch passiert, wenn wir die 90 Grad hochmachen. Aber ich möchte nicht den ganzen Flug nochmal machen. Hui, hui, mein Flieger macht hui, ups. Was ist das jetzt hier? Heads will roll. Heads. Oh, wir sind zu schnell. Oh mein Gott, wir sind zu schnell. Oh mein Gott, wir waren zu schnell. Muss hier jemand kotzen? Geht's euch gut, Chat? Okay, dann gehen wir langsam runter. Aber langsam. Ohne super schnell zu werden. Z gedrückt. Freihändig, freihändig. Das passt jetzt eigentlich ganz gut. Jetzt gehen wir langsam runter. Ich glaube, das funktioniert so gut, dass ich sogar kurz Pipi kann. Wer mag ihn nicht, Chat? Der gute Pilot, der während der Landung Pipi geht. Wait, ist das der Flughafen, wo ich landen soll? Nein. So, liebe Freunde, wir sind schon in der Nähe des Münchner... Ne, wohin fliegen wir? Doch, des Münchner Flughafens. Zu ihrer linken Seite sehen Sie Felder, denn wir sind in Bayern. Zu ihrer rechten Seite sehen Sie Felder, denn wir sind in Bayern. Ich lande auch ganz vorsichtig, Chat, dass euch nichts passiert, okay? Ich glaube, es ist die Unter.
andere. Oh, ich glaube, wir haben's. Hiermit bremsen wir. Oh mein Gott. Wir haben es geschafft. Muss ich da links rein? Ja. Oh, ungünstig. Ah, passt noch? Alles gut? Sorry, Jungs. Ich muss hier leider lang. Entschuldigung. Ach, bin ich auf der Autobahn jetzt? Ungünstig. Ich muss da kurz lang. Ich weiß, ist jetzt doof. Warte, ich fahre auch auf die richtige Fahrbahn. Oh, oh, jetzt wird's schwierig. Ja, Leute, das war jetzt das war jetzt natürlich doof. Ich habe gesagt, ich bringe euch sicher zu Boden. Ich habe nicht gesagt, ich bringe euch sicher zum Aussteigen. Gas geben. Und die Bremse auch raus. Die war noch drin, aber das ist okay. Let's go. Und hoch. Also ich muss sagen, also das Starten ist echt einfach. So, wir haben eine okay Geschwindigkeit für die Höhe, glaube ich. Was? Was soll das denn? Hallo? Gut, dann halt nochmal. Und hoch da. Hui. Und mal direkt den Turn. Mal stallen. Wieso sind wir zu hoch? Was ist das Problem? Zu langsam. Schauen wir uns das Ganze kurz an. Es ist ein sehr kurzer Flug, wie ihr seht. Wir haben jetzt schon so einen fünften. Wir machen noch so ganz leicht. Soll ich vielleicht noch ein bisschen anpassen? Das wäre eher so ganz leicht. Machen. Sonst, wir gewinnen noch an Höhe. Wir halten die Geschwindigkeit. Ist, glaube ich, alles gut. Ja, Landebahn. Alter, ich bin schon super weit. Ich habe schon die Hälfte vom Flug. Wir müssen runter. So. Und dabei müssen wir aber langsam sein. Wir fliegen relativ straight auf die Landebahn zu. Na, ich sehe sie schon. Da vorne ist sie. Schnallen Sie sich jetzt an und ziehen Sie Ihre Helme auf, denn die letzte Landung bei mir war eine Gehirnerschütterung. Und ich möchte euch vorwarnen und möchte keine weiteren Anzeigen wegen Körperverletzung. Okay, das ist jetzt noch nicht ganz so gut. Wir müssen, glaube ich, noch mal ein bisschen, wir müssen noch mal ein bisschen. Ja, ich weiß, Bro. Ja, Bro, ich weiß. Kritische. Okay, Chat. Flieger gemacht, ne? Soll ich jetzt nochmal einen anderen Flieger nehmen? Okay, dann holen wir uns den mal. Wo ist der denn? Musst du kaufen? 20 Euro für einen Flieger. A.k.a. ein Schnäppchen. Wieso braucht es so lange? Wir sind das 1,4 Gigabyte. Hä? Weil der cool ist. Okay. Wenn ihr es sagt... Leckt. Tot. Dann machen wir auf jeden Fall mal ein Looping mit. Das sollte funktionieren. Schaffe ich das? Ich glaube, ich schaffe das. Ich glaube, ich schaffe ein Looping zu machen. Wir versuchen nochmal. Wir sind schon wieder ab von der Bahn. Wir sind dauerhaft ein bisschen ab von der Bahn. Ab ins Weltall. Ab ins Weltall, Freunde. Ich will ja gar nicht so hoch. Warte mal.
Ja, wir sind noch ein bisschen zu hoch. Ich merke. Ach so, was ist denn jetzt los? Ups. Ja, da war er, euer Looping Chat. Der war gar nicht mit Absicht gerade. Hui! Und noch einer! Und noch einer! Na, Chat, wie geht's euch? Seid ihr noch fit? Das wäre ja super einfach. Timestop. Okay, wir versuchen jetzt ein Looping, okay? Ich habe das Gefühl, da müssen wir ein bisschen Gas rausnehmen, oder? Für ein Looping? Nein. Nee, ich glaube, es ist ganz ungünstig, Chat. Zieh durch, Junge, zieh durch! Nee, wir sind sehr hoch. Runter da! Oh mein Gott! Wir gehen immer weiter hoch! Bruder, runter mit dir! Hör auf, dich zu drehen! Runter mit dir! Elon Musk wird eifersüchtig bei dem, was wir da gerade machen, Kollege. Oh! Runter, 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 runter. Rette dich noch, Kollege, rette dich noch. Fang dich. Wir sind wirklich kurz zur Rakete geworden. Das fange ich immer wieder, Chat. Don't worry. Seht ihr, ich habe ihn wieder gerettet. Alles wieder gut. Ich würde sagen, wir versuchen nochmal den Looping, oder? Ich würde sagen, dafür gehen wir erst nochmal ordentlich hoch. Mach mal Gas hier. Mach mal hoch den Aal. So. Und jetzt machen wir das. Jetzt machen wir es ganz anders. Jetzt gehen wir ordentlich runter. So. Runter. 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 50.000. 40.000. Und hoch. Ja. Ne? Ja. Gut. Das war ein Spitzenlooping. Ich finde aber, dass wir uns ganz gut geschlagen haben, den ganzen Flug lang jetzt. Ich fand es ganz solide. Ich meine, wir sind zweimal gut gelandet. Also wir sind zweimal gelandet, zumindest. Der Start war immer gut, der Flug an sich war solide. Und ihr seid angekommen. Ja, mit der Falcon,